zusammen, ihr zu Hause. Ich hoffe, es geht euch gut und Alex und ich möchten wieder einmal mit euch tanzen. Wir haben euch heute den Wächtertanz mitgebracht von Rolf Zukowski. Wir legen auch gleich los. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon. Wer es noch nicht mitgemacht hat, kann es einfach nachtanzen. Als erstes haben wir die Nebelschwaben. Dafür nehmen wir unsere Arme. Ein bisschen so wie der Nebel, der ist ja so ein bisschen wellig. Einfach so vom Körper hin und her. Dann gehen wir ein bisschen dabei runter in die Knie. Denn der Nebelschwaden, die Nebelschwaden, die kriechen in den Blumentopf, werden ganz klein, warten einen Moment und wenn dann die Musik ertönt, aber nicht in meinen Kopf, springen wir auf, Beine auseinander, Füße auseinander und es geht los. Wir nehmen die rechte Hand, das Wetter, noch einmal und weiter spielt verrückt, twisten wir so ein bisschen hin und her. Dann nehmen wir wieder die Arme, rechte Seite, linke Seite, egal welche Seite. Genau, dann kommt der Sonnenschein. Und dann wird irgendwann so schlechte Laune. Blumen gar nicht. Nebelschwaden sind nicht gut. Jetzt wird es noch ein bisschen anders. Regenmantel an, Gummistiefel auf Zehenspitzen. Jetzt kommen die Regentropfen. Die Regentropfen, die an unser Fenster klopfen. Die Riesen auf unseren Regenschirm. Gehen in die Hocke, den Schirm spannen wir auf. Wenn dann die Musik ertönt, aber nicht immer hier, oder der Text zumindest, springen wir wieder auf und wieder die rechte Hand, das Wetter, das spielt wieder verrückt. Dann haben wir die Kicks nach vorne, ich glaube, die haben wir eben vergessen, ist nicht schlimm, könnte verzweifeln. Der Mann hinauf zum Himmel blickt, der ist nämlich ganz grau. Wieder die Arme, rechte Seite, linke Seite. Und wir hätten wieder gerne den Sonnenschein. Kickt nach vorne. Kann man denn nur so launisch sein? Jetzt haben wir noch etwas. Man könnte ja meinen, jetzt kommt Sonnenschein. Nein, wir haben Schneegestöber. Fast ist ja der Winter da. Wir nehmen einmal die rechte Seite und versuchen mal, wie so ein Schneegestöber den Schnee wegzuschieben. Einmal fein und einmal rüber. Jetzt gehen wir in die Hocke. Und die Erde wird ganz leise, weiß und still. Das kennt ihr schon. Wir warten wieder. Und ich sing, wann ich will. Wieder das Wetter. Und das spielt hier heute so richtig verrückt. Wir kicken vorne. Man kann verzweifeln, wenn man zum Himmel blickt. Und wir hätten ganz gerne auf jeden Fall Sonnenschein. Kann man nur so launisch. Wie das Wetter sein. Bing. Viel Spaß beim Tanzen und bis zum nächsten Mal.